Ich auf dem Schulhof, ihr Opfer! Also wenn dir jemand in die Fresse haut, haust du zurück, damit es dann okay ist. Nein, ich schneide ihm den Arm ab. Legt euch nicht mit dem Ohr an. Hey, wenn der mir mit einem Arm in die Fresse haut, dann nehme ich das erstmal dem Arm übel. Ich würde mir ja wünschen, ich könnte auf Pause drücken und den Menschen zur Raison bringen. Zum Recht bringen. Dass er sich die Chance gibt, in der körperlichen Ruhe, in der Meditation, eine Entscheidung zu treffen. Ja, als allerletzte Entscheidung würde ich diesen Menschen gerne töten wollen. Oder nein, ich möchte mich mit diesem Menschen verstehen. In dem Moment, wo er versucht, mich mit seinem Arm zu töten, schneide ich ihm den Arm ab, um ihn daran zu erinnern, dass er sich nochmal diese Entscheidung durch den Kopf gehen lassen könnte. Denn wenn sein Kopf nochmal dieselbe Entscheidung trifft, kann ich ihm entweder den anderen Arm abschneiden oder gleich den Kopf. Ich suche keinen Streit. Aber du hast auch keine Angst davor. Ich habe keine Angst. Vor nichts. Ich lasse mir von keinem Menschen in dieser Welt irgendetwas erzählen, es sei denn, er will sich mit mir austauschen und mich durch seine Augen sehen lassen, während er durch meine schaut, denn sonst ist in meinem Kopf nicht genug Platz. Über euch habe ich schon früher lachen müssen. Ich habe keine Angst vor irgendeinem Fleischmuskel, weil die Gehirne nicht existent sind. Sie sind da drin und müssen körperlich ernährt werden, aber sie funktionieren nicht. Sie funktionieren noch nicht mal die 10%, die ein normaler Mensch nur nutzt, funktionieren bei diesen 95% der Menschen nicht. Aber glaubst du, dass du sie so erreichst dann? Nein, aber ich kann mich wenigstens noch nett verabschieden, nachdem ich ihnen eine ordentliche Wach auf, du Opferfeige an die Fresse geballert habe. Eine andere Sprache verstehen die ja nicht. Aua! A place to stay. Make my day.